Ja. Entschuldigen Sie bitte, können Sie mir sagen, wo ich hier mein Baby wickeln kann? Ein Babywickelraum? Ja. Ja, das gibt's in den Autobahnraststätten, aber wo? Muss man eben fragen? Oh, da kommt jemand. Moment. Entschuldigen Sie bitte, können Sie mir sagen, gibt's hier ein Babywickelraum? Nichts verstehen. Nee? Griechisches Gastarbeiter. Oh. Moment mal. Entschuldigen Sie bitte, können Sie mir sagen, wo gibt's hier ein Babywickelraum? Ja. Ich bin zwar auch noch nicht dort gewesen, aber da hinten drüben wird schon einer sein. Aber warum fragen Sie mich denn so, als der Auto ums Zeigste? Entschuldige, nicht verstehe, holländische Gastarbeiter. Notrufsäule. Hallo? Notruf, Autobahnmeisterei Süd. Guten Tag. Wissen Sie, wer hier spricht? Keine Ahnung. Rudi Carrell. Wer? Rudi Carrell von der Rudi Carrell Show. Na und, wir sind hier zuständig für Notfälle, nicht für Katastrophen. ADAC, guten Tag. Ja, guten Tag. Können Sie mir sagen, wo gibt es hier einen Babywickelraum? Kein Problem, darf ich ja. Das ist ja niedlich. Ja, ja, ja. Ah, das ist nun, was man ein richtiger CDU-Anhänger nennt, hä? Ja, ja. Ja, ja. Und Sie auch? Ja, ich bin auch einer. Richtige ja, ja. CDU-Anhänger? Ja, ja. Wäre es dann nicht besser, Sie bestellen sich ein anderes Nummernschild? Vorsicht, Wildwechsel. Neue Aktion, Frau am Steuer. Guck mal eben so. Ja. Meine Damen und Herren, wir haben nicht nur ein Rasthof, wir haben auch ein Rastplatz, haben wir hier. Und Rastplatz ist mehr zum Picknicken, das wissen Sie. Ja? Das ist, wo die Leute selbst ihre Getränke mitbringen. So schön, gemütlich, altmodisch picknicken. Und Gitte, hast du nicht Lust mit mir da zu picknicken? Gerne, aber ich gehe erst essen. Ich geh erst essen. Aber Künstler sind, gerade in Deutschland, weil Deutschland unwahrscheinlich groß ist, immer unterwegs auf der Autobahn. Künstler müssen sehr weit fahren hier und machen natürlich ab und zu mal Pause in einer Raststätte oder auf dem Rastplatz. Guten Tag, die Herrschaften, Sie wünschen bitte? Ja, mag je niet druk, jongen. We hebben niks nodig, want we hebben zelf alles bij ons. Ach, Sie sind Holländer, Sie haben alles selbst bei sich. Guten Appetit. Immer diese Holländer. Die Holländer sind unsere schlechtesten Gäste. Also die haben immer alles selbst bei sich. Wenn hier ein Bus ankommt mit 40 Holländern, die steigen aus, gehen zur Toilette, gehen zurück, steigen ein, fahren wieder weg. Was kann ich für Sie tun? Können Sie mir sagen, wo sind hier die Toiletten? Wieder ein Holländer. Was haben Sie denn da in dem Sack? Mann, ich kenne aus dem Fernsehen den Mann mit dem Koffer, aber Mann mit dem Kartoffelsack, das ist neu. Meine Sache, und gib mir schnell einen Schnaps, ich bin stinksauer. Ja, warum stinksauer? Ich habe diese Woche 6 richtige im Lotto. 6 richtige? Da wäre ich doch nicht sauer, da würde ich mich doch freuen. Aber meine Frau hat vergessen, den Lottoschein abzugeben. Oh, wenn das meine Frau gemacht hätte, dann hätte ich den Kopf abgerissen. Was glauben Sie, was ich in diesem Sack habe? Trotzdem möchte ich etwas essen. Haben Sie was Anständiges zu essen? Oh ja, wir haben heute wunderbare Taube. Taube mit Preiselbeeren und Gemüse und Kartoffeln und so weiter. Ah, ich habe noch nie Taube gegessen. Dann möchte ich wohl haben. Ja, bitteschön. Dankeschön. Dann habe ich nur eben Zeit. Das dauert noch eben. Dann kann ich eben was Schönes machen. Ich habe Schauspielunterricht, meine Damen und Herren. Sie wissen, viele Showmaster und Quizmaster machen auch
als Schauspieler und ich möchte das auch mal lernen. Ich möchte eine kleine Kostprobe machen, vielleicht sind Sie Jury. Müssen Sie mal sagen, ob ich das weitermachen soll. Es von Goethe, Faust 1, Prolog im Himmel. Ja. Und Stürme brausen die Wette, vom Meer aufs Land, vom Land aufs Meer, und bilden wütend eine Kette der tiefsten Wirkung ringsumher. Da flammt ein blitzendes Verheeren dem Pfade vor des Donnerschlags. Das war die Wettervorhersage für morgen Sonntag. Was machen Sie denn hier? Machen Sie Urlaub? Nein, leider nicht. Ich bin auf dem Weg nach Stuttgart. Ich fahre zur Funkausstellung. Ah, ja. Neue Batterien holen? Oder wollen Sie sich alles angucken? Nein, ich habe eine dankbare Aufgabe. Ich soll dort ausländische Künstler betreuen. Oh ja? Ja. Wie? In welcher Art? Sie wissen, in Deutschland arbeiten sehr viele ausländische Künstler. Und die haben gelegentlich ein wenig Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache. Und jetzt hat die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt mich gebeten, diesen Künstlern ein bisschen zu helfen. Ah, das ist fantastisch. Und wie haben Sie sich das vorgestellt? Naja, ich werde also in einer Fernsehshow mich neben den Künstler stellen und wenn er einen Fehler macht, dann werde ich diese Glocke läuten und werde ihn verbessern. Verbessern? Ja. Verläuten und dann verbessern? Das ist fantastisch. Ich finde das sehr, sehr fein. Mhm. Dankeschön. Darf ich jetzt weitermachen mit meinem Schirm? Ja, bitte, selbstverständlich. Fein, dankeschön. Also, meine Damen und Herren, ich freue mich. Ich freue mich. Wir freuen uns. Und ich begrüße natürlich selbstverständlich auch den Herr Deen. Begrüße ich natürlich. Hier und. Junge. Der ist aber auch stinkbesoffen. Das ist aber kein schönes Deutsch. Nein, aber stimmt. Habt ihr heute so iets meegemaakt? Hey. Oh, das bin ich noch nicht. Was haben Sie angeläutet? Ja, ich habe geläutet, aber. Ich helfe Herrn Karel mit dem Wort. Ja, womit? Ich verbessere seine deutschen Sprachkenntnisse. Die deutsche Sprachkenntnis? Ah. Ich kenne nur einen Holländer, der ein gutes Deutsch spricht. Das ist Ihr Außenminister Luntz. Luntz? Tauber? Ja, bitte? Die Tau ist alt. Die ist stockalt. Ich komme mit meinem Messer nicht durch. Mit meinem Messer? Oh, entschuldigen Sie. Die Tau ist nicht geschossen worden, die hat sich freiwillig gemeldet. Gut, zu kommen. Aber nein, das glaube ich. Das ist eine ganz neue, frische, junge Taube. Sie. Oh, da ist ein Röhrchen drin. Das wird eine Brieftaube sein. Deshalb sind Sie nicht durchgekommen. Ja. Tatsächlich ein Röhrchen. Da was drin ist? Ja. Ein Zettelchen. Tatsächlich. Greifen an im Morgengrauen. Napoleon. Die war alt. Der war alt. Die war alt. Der war alt. Nein, es heißt die Taube. Es heißt der Witz. Oh. Na, aber alles Spaß beiseite. Ich finde es herrlich, dass Sie so ein kleines Scherz, dass Sie das mitmachen. So. Ja, es hat mir Spaß gemacht. Vor allem ist es so ziemlich anders als bei uns in der Tagesschau. Es war was anderes so. Ja. Da sitzen Sie ganz allein und jetzt 1500 Menschen. Am Rande der Autobahn. Aber ich habe Tagesschau zeker natürlich sehr gerne. Ich liebe die letzten Nachrichten.